Schöne Freizeitbeschäftigung fürs Wochenende, den ersten Schneemann bauen. Ob der allerdings lange durchhält in der nächsten Woche, das ist noch die Frage. Möglicherweise wird es auch wieder milder. Und mild war ja dieser Herbst, der an diesem Donnerstag zu Ende geht, ja wirklich. Gerade in der ersten Hälfte dieser Jahreszeit sehr hohe Temperaturen. Ganz zum Schluss wurde es dann auch mal deutlich zu kalt. Unterm Strich allerdings dann der zweitwärmste Herbst nach 2006 und vor 2014 deutlich über dem langjährigen Schnitt. Und das sind die Extremtemperaturen. Am 12. September 33,3 Grad im badischen Waghäusel. Dagegen gerade ganz frisch gemessen am Donnerstagmorgen in Itzehoe minus 16,4 Grad, also 50 Grad Temperaturunterschied. Die Minusgrade werden überwiegen am Wochenende. Da haben wir noch die Kaltluft, dann eine kurze Wetterberuhigung und dann ein neues Tief, was dann wohl aus Südwesten allmählich zumindest mildere Luft mitbringt. Wie schnell dann der Wetterwechsel geht, das ist noch die Frage. Am Samstag verbreitet frostige Temperaturen, leichte Plusgrade im Südosten und auch Richtung Nordsee und Niederrhein. Und auch am Sonntag bleibt es verbreitet bei leichtem Dauerfrost, nur ganz im Westen ein paar Grad plus. Und wir haben erstmal noch die kräftigen Schneefälle, die ziehen sich so allmählich dann zum Sonntag Richtung Alpen zurück. Ein bisschen Schneefall gibt es dann noch im Osten und Nordosten und über der Landesmitte. Im Südwesten allerdings, da wird am ersten Advent häufiger mal die Sonne scheinen, da wird es auch zwischendurch mal ganz freundlich. Und wenn es dann über den frischen Schnee an den Alpen in der Nacht auf Montag aufklart, dann wird es hier richtig eisig kalt, zum Teil strenger Frost unter der minus 10 Grad Marke. Am Montag selber dann verbreitet weiter der leichte Dauerfrost, im Westen ein paar Plusgrade. Diese Milderung kommt in Verbindung mit neuen Wolken, teilweise mit erst Schnee und später dann Regen. Da war wieder erhöhte Glatteisgefahr und diese Glättezone wird sich dann am Dienstag und Mittwoch langsam über Deutschland hinweg nach Osten ausdehnen und dann eben auch im Osten so allmählich etwas höhere Temperaturen bringen. So Richtung Donnerstag, so wie es im Moment aussieht, wird sich dann mit böig auffrischendem Wind dann auch die mildere Luft verbreitet durchgesetzt haben. Dann haben wir meist zwischen 3 und 8 Grad.